Alge. Und es soll soweit Konfidenzialität, also, aber auch Autorität überprüfen. Also niemand kann sehen, was übertragen wird, keiner kann ändern, was übertragen wird. Und man weiß genau, dass die Person, die die Daten sendet, die Person ist, die behauptet, sie zu senden. Die benutzen signierte digitale Zertifikate. Jedes dieser signierten Zertifikate muss von einem anderen Zertifikat signiert sein. Wenn man vertraut sein muss man eine Kette haben zu einer Zertifikat kommen, der von einer öffentlichen Zertifizierungsautorität vertraut wird. Und die entscheidet, wer ein Zertifikat bekommt und wer nicht. Und warum müssen wir noch eine starten? Naja, das Internet ist ein schlimmer Ort. Es sind sehr einfach, dort HTTP-Verbindungen anzuschauen oder sogar zu modifizieren. Das sind eine Reihe von Angriffen, die gezeigt wurden über die Jahre. Zu anderem Cookies. Und noch vieles weitere. Und von dem Firefox-Browser ist nur ungefähr 40% der HTTP-Anfragen über HTTPS gehen. Und das ist wahrscheinlich, weil ein Zertifikat zu bekommen und es zu installieren, alles einzustellen, die richtigen Konfigurationen zu machen, ist ziemlich ziemlich durcheinander. Und ein Teil davon ist, weil jede Zertifikationsautorität entscheidet, wie es ein Zertifikat ausstellt. Relativ frei da drin ist. Und unsere Lösung dafür ist, noch eine Zertifikationsautorität zu erstellen. Also was kann schieflaufen dabei? Und weil wir von der IFF sind und von Mozilla haben wir beschlossen, dass sie komplett gratis sein sollte. Kryptographie sollte nicht etwas sein, wo man viel, viel bezahlen muss im Internet. Und dummerweise im Moment. Im Moment ist es leider so, dass nur zwei Zertifikationsautoritäten die Gratis-Zertifikate ausstellen und unglücklicherweise sind beide ziemlich kompliziert und werden dich ausschließen, wenn du in von einer Reihe von Gruppen bist. Und wir haben beschlossen, das ist gratis zu machen und wir wollen es auch quellenoffen machen. Wir wollen das quellenoffen machen, weil es sehr schwer ist, zu sagen, was Zertifikationsautoritäten wirklich machen, wie die entscheiden, wer ein Zertifikat bekommt und wer keins bekommt. Und darum haben wir beschlossen, ein standardisiertes Protokoll zu erstellen. Und das haben wir ACME genannt, sodass wir uns jeder sagen kann, was ist der sicherste Weg, also ein Zertifikat auszustellen. Also, Let's Encrypt ist schon gestartet und man kann im Moment sich das anschauen und ein öffentlich vertrauenswertes, freies Zertifikat von uns bekommen. Aber leider ist es nichts Billiges, sowas zu machen. Also wir haben viel Geld bekommen von vielen Firmen, inklusive viele Hosting-Provider, Mozilla, Cisco, Akamai, einem Verteilungsnetzwerk und der Elektronischen Frontier Foundation und dann noch vielen anderen. Also, das CA und TLS-Zertifikationssystem ist sehr komisch. Bevor wir da hingehen, das hier ist eine Karte von jedem vertrauenswerten Zertifikationsautorität, die im Moment existiert. Jede von ihnen kann ein Zertifikat ausstellen, das dein Browser komplett vertraut. Und das ist sinnfrei, das ist komplett idiotisch. Es sind 1600 Zertifikationsautoritäten. Und das ist einfach nur dumm. Man kann sehen, Let's Encrypt ist einer der kleinen lila unten links. Möglicherweise haben wir nicht alle, sind wir nicht so groß wie andere Zertifizierungsautoritäten, aber es wird bald passieren. Also, es gibt ein paar Regeln. Und das ist ein Forum von Leuten, die beschließen, wie das Ökosystem läuft von den Zertifizierungsautoritäten. Weil die eine gewisse Information darin haben, Geld zu machen und nicht die Benutzer zu schützen. Da gibt es immer so einen Unterschied zwischen denen und den Browsern darüber, wie die Regeln erstellt werden sollen, die öffentlich vertrauten Zertifikationsautoritäten unterstützen. Darum haben sie sich zusammengesetzt und haben beschlossen, sich selber zu überwachen, um die Regeln in dieses reinzubringen. Die Browser haben in der Regel ein bisschen mehr Power als die Zertifikationsautoritäten, die haben mehr Anforderungen, dass man die Regeln durchbringt. Und das ist,
weil die Zertifikationsautoritäten in der Regel wollen einfach nur Geld machen, während Browser in der Regel versuchen, die Benutzer sicher zu halten. Aber unglücklicherweise ist der Let's Encrypt noch nicht ein Mitglied dieser Gruppe, weil sie sehr starke Regeln haben, um da ein Mitglied zu sein und eine Reihe von Audits, die wir einfach noch nicht hingekriegt haben. Aber wir sind ziemlich nah dran. Also, ja, wie wir gesagt haben, das Forum erstellt Regeln, diese grundlegenden Anforderungen, und jedes Zertifikationsautorität muss sie unterstützen, wenn sie vertrauenswert sein wollen, von den Browsern vertraut werden wollen. Und man muss jeden Prozess dokumentieren, mit dem ein Zertifikat ausgestellt wird, und das dauert sehr lange. Also, die wählen auch eine andere Sicherheitslevel für unterschiedliche Zertifikationen. Es gibt unterschiedliche Validationszertifikate. Es gibt drei Vertrauensstufen für Zertifikate. Wir sollten anmerken, dass kryptografisch keinerlei Unterschied besteht zwischen die drei Stufen. Der Unterschied besteht einzig und allein darin, wie die Zertifikatsautorität überprüft hat, ob du das Zertifikat auch bekommen darfst. Domain überprüft ist das einfachste Level, was im Wesentlichen nur bedeutet, dass du einen bestimmten Namen im DNS-System kontrollierst. Es gibt dann ein paar Zusatzschritte, die man machen muss, um die sogenannte Organisationsüberprüfung zu bekommen. Man muss dann zum Beispiel beweisen, dass man ein gewisses Geschäft in einem gewissen Land tatsächlich auch vorliegt, und Extended Validation ist noch weiter gehend, da muss man dann noch mehr Beweise, Identitätsbeweise vorlegen. Sowohl Organisations- als auch erweiterte validierende Systeme machen nicht wirklich mehr Sicherheit, sie geben einfach nur dem Browser mehr Hinweise. Wenn also ein erweitertes Zertifikat vorliegt, dann sieht man so eine grüne Box im Browser, wo dann der Name von dem Eigentümer drinsteht, aber kryptografisch ist alles das Gleiche. Also wie passt Let's Encrypt hier rein? Wie wir schon gesagt haben, wir machen alles absolut kostenlos. Das ist inklusive dem Ausgeben von Zertifikaten, Erneuern und Zurückziehen. Und alles andere auch, was du mit uns tun würdest, das ist komplett kostenlos. Wir werden nichts berechnen. Wir werden auch ausschließlich domainüberprüfte Zertifikate ausstellen. Wir machen das, weil wir nicht wirklich vorhaben, Leute anzuheuern, die von Hand überprüfen, ob irgendwelche Legitimierung vorliegt. Das ist komplett automatisiert. Die einzigen Leute, die wir anheuern, sind Leute, die Server betreiben. Wir geben auch nur Zertifikate aus, die höchstens 90 Tage gültig sind. Wir haben das ursprünglich entschieden, das so zu machen, weil in der alten Welt, wo Zertifikate von 1 bis 3 Jahre lang gültig sein könnten, da sieht es aus, als wäre es wirklich schwer, wie man automatisieren kann, dass die Zertifikate erneuert werden müssen. Einmal im Jahr geht man zu seiner Zertifikatsautorität und will ein neues Zertifikat und bringt dann die nächsten Stunden damit, wie man das jetzt erneuert. Und man muss denen dann sagen, was man will. Man muss es von Hand im Server installieren. Indem wir die Gültigkeitsperiode auf 90 Tage beschränken, stellen wir sicher, dass Leute wirklich gezwungen sind, oft ihre Zertifikate zu erneuern, was den guten Seiteneffekt hat, dass wenn ein Zertifikat kompromittiert wird, dann ist es nur kompromittiert für höchstens 90 Tage. Das heißt, das Ganze ist auch etwas sicherer dadurch. Wir geben auch Zertifikate aus, die für mehrere bestimmte Domains gültig sind, anstatt Wildcards, die für alle Subdomains einer Domain gültig sind. Das nennt sich Subject Alternative Domains, was so viel heißt wie ein einziges Zertifikat kann verwendet werden, um bis zu 100 Domains zu validieren. Damit unsere Zertifikate auch wirklich öffentlich vertraut werden, haben wir uns angemeldet bei den Programmen von Mozilla, Microsoft, Apple und Google. Aber wir haben auch eine unserer Zwischenzertifikatsstellen cross-signiert bekommen von Idantrust. Was bedeutet, dass alle Zertifikate, die wir jetzt schon ausstellen, werden jetzt schon vertraut. Wir müssen uns also nicht um all die Geräte kümmern, die dann vielleicht unsere Zertifikate nicht vertrauen können. Wir haben mit einer geschlossenen Beta angefangen. Es war Anfang September. Das ging dann bis zum 3. Dezember. In dieser Zeit haben wir nur 20.000 Zertifikate
ausgegeben. Und könnt ihr sehen, ganz am Anfang, der erste Teil vom September, haben nur die Mitarbeiterzertifikate an sich selbst ausgegeben. Das waren nur ein paar hundert. Dann haben wir die geschlossene Beta aufgemacht und dann haben wir ungefähr 20.000 weitere ausgegeben. Am 3. Dezember haben wir das öffentlich gemacht. Jeder konnte jetzt mitmachen, man muss sich nicht bewerben. Und wir haben Zertifikate ausgestellt, solange du beweisen konntest, dass die Domain dir gehörte. Am ersten Tag haben wir bereits die Gesamtanzahl Zertifikate verdoppelt, innerhalb einer Woche vervierfacht. In den ersten 12 Stunden haben wir ungefähr alle 2 Sekunden ein Zertifikat ausgestellt. Seitdem haben wir über 200.000 Zertifikate über ungefähr 440.000 Domains ausgestellt. Wir sind immer noch in der Beta, das sollte man im Hinterkopf behalten. Wir gehen nicht davon aus, dass wir machen die Beta so wie Google, also es wird ein Weilchen dauern. Unter Verwendung der Logs von Zertifikatstransparität, das ist eine Sammlung von Logs, die Google angelegt hat, von Datenbank, von allen aktuell gültigen Datenbank, da können wir sehen, dass bereits jetzt Let's Encrypt die 5th größte Zertifikatsautorität ist. Und wir sind jetzt schon größer als WoSign und Stat SSL, was die beiden anderen kostenlosen Zertifikatsautoritäten sind. Unser Ziel ist nicht unbedingt die größte Zertifikatsautorität zu werden. Unser Ziel ist es, den Gesamtanteil an verschlüsselten HTTPS-Verbindungen im Internet zu erhöhen. Das ist schwierig zu messen. Wenn man nicht gerade in einem Backbone sitzt, ist es im Wesentlichen unmöglich festzustellen, welcher Anteil an Verbindungen über HTTP und welcher über HTTPS läuft. Glücklicherweise haben wir mit Firefox die Möglichkeit, da Telemetriedaten von den Nutzern zu sammeln, um festzustellen, von welchen Zertifikatsautoritäten sehen die Leute Zertifikate, und wir können Zertifikatstransparenz verwenden, um festzustellen, wie die Leute unsere Zertifikate wirklich benutzen. Wir haben also einen Haufen Statistiken. Momentan haben wir über 120.000 individuelle Registrierungen. Jeder einzelne von denen kann mehrere Zertifikate sein. Bisher haben wir nur so ungefähr 2 Zertifikate pro Registrierung, also sprich 2 DNS-Namen pro Zertifikate. Es liegt vermutlich vor allem daran, dass die Leute ihre Sachen testen und fangen dann damit an, für einzelne Domain wie ihren Blog oder ihre persönliche Website die Zertifikate auszustellen. Und nicht viele Leute machen riesengroße Zertifikate mit vielen, vielen alternativen Namen. Wir sehen, dass ungefähr ein Drittel der Namen, für die wir Zertifikate ausstellen, kommen in mehreren Zertifikaten vor. Davon sind wir ausgegangen, dass das passiert, weil wir viele Zertifikate für Inhaltsverteilungsnetzwerke ausgeben. Diese Netzwerke werden viele, viele Endpunkte haben, die für ganzen Satz verschiedener Webseiten zuständig sind. Die haben dann vielleicht so 15 Zertifikate, die dann jeweils 15 Domain-Names haben, die verteilt werden über alle diese Server. Wir sehen auch, dass ungefähr 20% der Zertifikate die exakt dieselbe Menge an doppelten Zertifikaten haben. Das sind vermutlich Leute, die dabei sind, sich an unseren Client zu gewöhnen und da auch Bugs drin zu fixen. Das heißt, sie werden dasselbe Zertifikat immer und immer wieder ausstellen, ohne festzustellen, dass wir schon vorher ein gültiges Zertifikat hatten. Aber wir sehen, dass das nach und nach weniger wird. Wir haben auch gesehen, dass 80% der Domainnamen, für die wir Zertifikate ausgeben, vorher noch nie ein Zertifikat hatten, gemäß der Zertifikat-Transparenz-Logs. Das heißt, das wären alles Leute, die neu bei SSL quasi dabei sind, die vorher noch kein Zertifikat hatten. Und wir haben ungefähr 1% der Zertifikations wurden zurückgerufen. Das ist ein gutes Zeichen, dass das Zurückrufsystem wirklich funktioniert. So, um zu sehen, wie die Leute unsere Zertifikate wirklich ausrollen, haben wir ein sehr kleines TLS-Scanner geschrieben, der versucht, die ganzen DNS-Namen, die wir ausgeliefert haben, durchgehen und schauen, ob die wirklich benutzen. Und wir sehen, dass ungefähr 75% der Leute, denen wir ein Zertifikat ausgestellt haben, haben es wirklich auf dem Domain-Name, für den wir das ausgestellt haben, ausgerollt.
und ungefähr 8% der Leute haben eine kaputte TLS-Konfiguration. Das heißt, wenn man sie verbindet, dann wird der Browser die Zertifikate ablehnen. Und das kann teilweise dazu sein, weil sie selbst signierte Zertifikate haben und weil sie nicht die richtige Kette von Zertifikatskette zur Verfügung stellen. Und 3% der Zertifikate, die wir geschickt haben, haben überhaupt kein HTTPS. Das ist ziemlich wahrscheinlich weniger, weil wir nur die Seiten scannen, nur HTTPS scannen können, noch Leute IRC-Server oder E-Mail-Server das im Hintergrund benutzen. Das würden wir nicht wissen. Wir können auf 45% sehen, dass für alle Zertifikatennamen sie beinhalten. Und das ist eine gute Nummer. So, wenn man das Firefox-Telemetrie sehen, dass nur 0,1% der erfolgreichen TLS-Handshakes ein Encrypt-Zertifikat benutzen. Sieht sehr wenig aus, aber das ist anscheinend relativ sinnvoll. Das ist wahrscheinlich. Unser Ziel ist nicht, den größten Webseiten im Internet dazu zu bringen, unsere Zertifikate zu benutzen. Wenn das passiert, dann wäre die Prozentanzahl der erfolgreichen TLS-Handshakes wäre deutlich größer. Aber unser Ziel ist es, Zertifikate auszustellen für viele Leute. Für Leute, die möglicherweise nicht hundert oder tausende von Besuchern haben, aber die immer noch Kryptographie benutzen können. So, wir haben einen offiziellen Client, der Let's Encrypt heißt, aber im Moment wird er von ungefähr 65% oder 50% der Benutzer benutzt. Das ist ein sehr komplizierter Client und der macht viele Sachen. Der managt die Erneuerung und das Zertifikat installieren und den Nginx oder Apache Server und noch ein paar andere. Und das, seit wir damit angefangen haben mit der Public Beta, 30 andere Third-Party-Klienten für viele unterschiedliche benutzen, wo man ein Zertifikat für benutzen möchte. Und das beinhaltet einen Webserver, der Kedi heißt, der einen integrierten ACME-Client hat. Das heißt, man kann den Webserver anschalten und wenn man kein SSL-Zertifikat hat, dann holt er sich sofort eins. Und ein anderer ist ein webbasierter Client. Den kann man in den Browser gehen und ein Zertifikat generieren, ohne dass man irgendetwas auf dem System installieren muss. Und sein Hauptziel ist, Hosting-Provider dazu zu bringen oder Content-Distributionsnetzwerke dazu zu bringen, unsere Zertifikate zu benutzen. Während die meisten Leute hier hingehen und unser Zertifikat auf dem Server, durch den sie selber laufen haben, installieren wollen, die meisten Leute, die eine kleine Webseite haben, haben einen Hosting-Provider, der das Ganze für sie organisiert. Und normalerweise wollen die Geld für die Zertifikate haben. Unser Ziel ist es, die dazu zu bringen, A, ist gratis zu machen und B, ist sehr einfach zu machen für die Benutzer. Also bisher haben wir Akamai, KeyCDN, Dreamhost, Scion, Prestitsu und andere, die Kostendistributionsnetzwerke, die schon Let's Encrypt schon integriert haben und es erlauben, das Zertifikat zu bekommen, ganz umsonst. Und wir vermuten, dass in der Zeit deutlich mehr wird. Und hauptsächlich Leute, die hunderte von tausenden Zertifikate haben. Das werden nicht individuelle sein, es werden Hosting-Provider sein. Und wir haben immer noch viele Sachen, die gemacht werden müssen für eine Zertifizierungsautorität. Im Moment kann man nur DNS-Validierung über HTTP oder HTTPS machen. Das macht es relativ kompliziert für Leute, die sehr komplexe Setups haben, die Load Balancer benutzen oder andere Systeme, um die Webseiten zu validieren. Eine unserer Möglichkeiten wäre DNS-Challenge, die jedem ermöglicht, einen DNS-Rekord hinzuzufügen und der automatisch verifiziert wird. Wir wollen auch eine Besitzbeweis-Challenge machen. Das heißt, wenn man eine DNS-Name anfragt, der schon ein SSL-Zertifikat benutzt, dann fragen wir, hey, beweise, dass du den privaten Schlüssel von diesem Zertifikat kontrollierst. Und das ist ein weiterer Verifikationsschritt, dass eine gewisse Person nur ein echtes Zertifikat für eine Domain erstellen, die es auch hat. Und wir wollen auch mehr Wegverifikationen haben. Im Moment validieren wir von einem einzelnen Punkt. Das heißt, wir haben Probleme, wenn
Angriff in unserem eigenen Netzwerk sind. Aber das wird bald sich ändern. Okay, vielen Dank. Ja, danke. Die ersten Fragen sind aus dem Internet. Ja, die erste Frage aus dem Internet ist, da gibt es also viele Kritiken auf dem Client, dem offiziellen Client. Wäre es nicht eine bessere Idee gewesen, den Server und den Servers und den Client aufzuteilen? Ich denke, der Client ist ziemlich schwierig zu implementieren und weil wir die Leute sind, die das Protokoll ACME erstellt haben, würde es Sinn machen für uns auch die Leute zu sein, die den Client implementieren. Wenn wir einfach gewartet hätten darauf, dass irgendjemand sonst das macht, gehe ich nicht davon aus, dass wir so weit gekommen wären, wie wir jetzt sind. Zweite Frage ist, viele Leute sind potenziell interessiert in das T-Shirt. Gibt es A, was ist drauf und zweitens, wo kriegt man das her? Leider es gibt sie nicht zu kaufen, noch nicht, aber bald sollte das der Fall sein. Und du könntest vielleicht sehen, dass was man da sieht, soll der Inhalt eines Zertifikats sein. Du kannst versuchen, das zu dekodieren, aber ich glaube nicht, dass ihr sehr weit damit kommen werdet. Nächste Frage von Mikrofon Nummer 1. Ja, als ich einen Service ausprobiert habe und es hat sehr gut funktioniert, habe ich mich gefragt, was halten denn Sie daran, in die Öffentlichkeit sehen? Sie haben jetzt Beta sich beschlossen. Was bedeutet Beta bei Ihnen? Also, unser Dienst ist noch nicht vollständig getestet worden. Wir würden nicht empfehlen, dass eine Webseite wie Facebook, die Millionen von Zugriffen jeden Tag bekommen sollte, eines unserer Zertifikate ausrollen. Ja, das sollten. Es ist. Bisher haben wir ein festes Limit, wie viele Zertifikate wir ausgeben können, wegen unserer Hardware-Sicherheitsmodule. Und deswegen versuchen wir, das Ganze ein bisschen langsam anzugehen. Soweit wir wissen. Nächste Frage von Mikrofon Nummer 2. Was machen Sie zum Zurückrufen von Zertifikaten? Nehmen Sie die Standard-Revokationslisten? Wir benutzen OCSP. Unser Plan ist, das OCSP antackern, OCSP Stapling dafür in Zukunft vorzuziehen. Die Variante CRL ist zu kaputt. Wir versuchen also sowohl Apache als auch Nginx dazu zu kriegen, dass sie dieses OCSP Stapling, dieses Zusammentackern machen, damit das eine sinnvolle Methode zur Zurückziehung ist. Als nächstes Mikrofon aus dem Internet und nach Mikrofon 1. Warum ist da, kann man nur eine gewisse Anzahl von Issues für pro Domain aussenden? Das ist besonders ehrlich für DNS-Version. Ja, stimmen wir voll und ganz zu. Momentan nutzen wir die öffentliche Suffixliste, um zu entscheiden, zu zählen, wie die Zertifikate aussehen. Also wenn du zum Beispiel roll.com hast, dann wirst du da 5 Zertifikate für kriegen können. Bisher ist das, weil wir ein festes Limit davon haben, wie viele Zertifikate, wie wir insgesamt ausgeben können. Wir wollen nicht, dass einzelne Leute davon signifikanten Anteil sozusagen wegnehmen können. Wir momentan sind wir dabei, herauszukriegen, wie wir das besser limitieren können, die Zertifizierungsrate. In der Zukunft solltest du feststellen, dass ihr da mehr Zertifikate haben könnt. Vielen Dank für die großen Vorteile und das große Ziel. Ich habe noch eine Frage in der für den Audit, den Sie schon gemacht haben, weil für neue Leute dabei sind, ist dieses große Audit, wo die Mozilla-Gruppe auch dabei geholfen hat, das zu erstellen. Soweit ich weiß, gibt es eine 3 Monate Grace-Periode danach und wenn man im September angefangen haben, sind wir im Dezember. Was ist der Status davon? Unser Audit? Vielleicht haben Sie auch Informationen über die Cross-Verifikation, die zählt einfach dabei nicht. Das ist auch interessant. Also wir sind bisher noch nicht in den Zertifikats-Root-Programmen von irgendeinem der großen Browser. Wir haben, glaube ich, gerade unsere Audits abgeschlossen. Leider ist es so, dass diese Kreuzsignatur, die wir haben, keinerlei Audits
benötigt. Also wenn du genug Geld bezahlen kannst, gehst du zu einer Zertifikatsautorität und die werden dein Zertifikat kreuzsignieren, übersignieren und es wird einfach laufen. Das ist ein sehr dummes System. Das heißt, wir können momentan komplett gültige, vertraute Zertifikate ausgeben und wir sind kein Mitglied der Organisation, die entscheidet, warum oder wie das passiert. Das ist seltsam. Und eine Frage vor Mikrofon Nummer 5. Hallo, ich würde gerne wissen, ich möchte gerne alle danken, die ihr bei dem Projekt mitgearbeitet habt. Ihr seid super. Danke, danke. Ja, von uns auch. Definitiv. Aber eine Frage über Engine X. Wissen Sie, wann das möglicherweise komplett supported ist? Ich bin nicht völlig sicher. Ja, arbeiten dran. Ist momentan unser Hauptziel im Client ist es, zu verbessern, wie gut die Apache und Nginx Plugins arbeiten. Nginx zieht dabei etwas den kürzeren momentan, weil die Mehrheit der Leute nun mal Apache nutzt. In den nächsten paar Monaten sollte das jedoch deutlich besser werden. Nächste Frage von Mikrofon Nummer 4 und dann wieder das Internet. Hallo, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, sagen wir mal, morgen ist ein neuer Angriff und jeder sollte zu Shard 3 weitergehen. Aber wenn wir alle wissen, viele der Klienten haben das nicht. Wie würden Sie das lösen? Würden Sie jeden dazu bringen, dazu sofort Shard 3 zu bekommen? Und wenn Sie zu den Benutzern, die lieber in zurückfallskompatibel sind. Und ähnlich gibt es, ja, dass Sie die Frage schon bekommen haben, warum 90 Tage und nicht weniger und vielleicht die ganzen Revokationssysteme auszubrennen oder warum nicht mehr? Haben Sie vielleicht eine Idee, warum, wie Sie darüber nachgedacht haben, wie Sie diese Entscheidung getroffen haben? Okay, also zur ersten Frage, das entscheiden wir nicht alles allein. Das entscheidet das CA-Forum und wie sie sich entscheiden, den Algorithmus quasi auslaufen zu lassen. Wir könnten bis zur Deadline immer noch Zertifikate ausgeben, damit Leute so problemlos wie möglich rüberwechseln können. Aber wie gesagt, das ist eine Richtlinienfrage für den regulierenden Körper hier. Bezüglich 90 Tage, wir haben uns überlegt, ob wir zulassen können, dass man das kürzer machen kann. Das heißt, wenn du willst, dass es kürzer gültig ist, ein oder zwei Tage, dass das möglich sein sollte. Wir haben entschieden, dass es eine feste Grenze gehen sollte und wie lange das Zertifikat gültig ist. Und das ist das Bezug darauf, bezüglich, dass wir denken, wie lange ein Zertifikat, das quasi kompromittiert wurde, wie lange es sicher ist, dass das noch herumhängt. Das sollte natürlich so kurz sein wie möglich. Leider ist das Erneuern von Zertifikaten immer noch schwierig. Wir können also nicht einfach sagen, 14 Tage reicht. Und 90 Tage war dann, was wir quasi als Kompromiss, was Sicherheit angeht, hier beschlossen haben. Noch eine letzte Frage aus dem Internet. Noch eine letzte Frage. Was ist der Stack, den Sie benutzen, um Zertifikate zu generieren? Haben Sie da irgendwelche spezielle Optimisierungen, welchen Code oder Hardware, die verstärkten Anforderungen zu unterstützen? Wir signieren unsere Zertifikate mit Hardware-Security-Modulen. Und es ist eine Bibliothek, die definiert wurde von Cloudflare, die von denen verwendet wird für ihr SSL-Programm, das heißt CFSSL. Ist nichts Besonderes eigentlich dabei. Ganz übliches X509-Zertifikatsgenerierung. Okay, thank you very much. Hey, vielen Dank.